Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Oppo A9 2020. Für alle, die jetzt erwarten, dass das hier so ein iPhone-Killer oder ein Samsung Galaxy S20-Killer wird, der kann jetzt wieder umschalten, denn das ist das Oppo A9 definitiv nicht. Aber das Oppo A9 ist eine echte Alternative, wer ein gutes Gerät für einen kleinen Preis sucht. Okay, fangen wir einmal kurz an. Das Oppo A9 2020 hat ein paar Änderungen gegenüber dem Vorgänger. Also wichtig, ihr müsst darauf achten, dass es die 2020er Version ist, über die es hier in diesem Video geht. Es hat einen Speicher von 128 GB. Dieser ist erweiterbar mit einer Speicherkarte auf bis zu 256 GB zusätzlichen Speicher. Speicher, auch hatte dieses Gerät einen Arbeitsspeicher von 4 GB. Ist in der Regel für den Otto-Normalverbraucher ausreichend. Ich habe hier die Variante mit 8 GB, die ist sehr selten, gibt es aber auch. Der Prozessor des Gerätes ist ein Snapdragon 665, das ist so ein Mittelklasse-Prozessor mit 8 Kernen und er hat einen speziellen Game Boost. Das heißt, der Hersteller sagt, dass das auch spitze gedacht ist für zum Beispiel Spiele spielen über längere Zeit. Längere Zeit ist dann auch wieder ein gutes Thema zum Punkto Akku, was das Oppo A9 2020 so ein bisschen abhebt von anderen Modellen. Denn der Akku ist exakt 5000 mAh stark. Das ist wirklich eine Hausnummer, das ist echt viel. Und ich war wirklich sehr positiv beeindruckt, weil das Gerät mir nicht so schwer und groß vorkommt wie andere Geräte, die einen sehr starken Akku haben. Also 5000 mAh Akku ist für Leute, die viel unterwegs sind, die lange das Gerät nutzen, die werden mit diesem Akku ihre wahre Freude haben. Trotzdem bleibt das Oppo A9 unter 200 Gramm Gewicht, trotz des sehr, sehr großen Akkus. Also mit 195 Gramm kommt das Oppo A9 2020 daher. Bei einem Smartphone nicht minder wichtig ist ganz klar die Kamera oder heute muss man natürlich sagen auch Kameras. Wir haben eine 48 Megapixel Kamera, eine 8 Millionen Megapixel Kamera und eine Weitwinkel 2 Millionen Megapixel Kamera auf der Vorderseite in Tropfenform. Wir machen jetzt mal eine weiße Seite auf. Seht ihr hier oben, haben wir in Tropfenform eine 16 Megapixel Kamera, Selfie-Kamera an Bord, die es euch ermöglicht, auch vernünftige Aufnahmen im Selfie-Bereich zu erstellen. Im Punkto Video kann die Kamera 4K-Videos mit 30 Bildern die Sekunde und dann kommen wir natürlich auch schon mal zur Kamera. Die Galeriefunktion finde ich sehr gelungen. Das finde ich klasse. Ihr seht ihr hier alle Bilder. Ihr könnt jetzt da reinzoomen. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Finde ich wirklich klasse. Das ist mal eine tolle Übersicht, wenn man irgendwelche Bilder sucht. Also das, die Galerie an sich gefällt mir wirklich sehr gut beim Oppo. Diese Bilder sind nicht übertrieben, überschärft oder auch die Farben finde ich wirklich human, sind gut. Detailstufe finde ich auch wirklich sehr schön. Apparaturen sind auch sehr gering. Wir können uns das hier nochmal anschauen. Das ist, denke ich mal, okay für eine 48-Megapixel-Kamera. Da braucht sie sich nicht zu verstecken. Selfie-Modus, hier sehen wir den Porträt-Modus, mehr oder weniger gut. Das machen aber viele Geräte, dass sie eine Unschärfe haben im Hintergrund. Na, sieht man hier, die sind nicht immer ganz perfekt, diese Porträtaufnahmen. Also ich finde die nicht so besonders klasse. Und hier nochmal extra geschaut, wie es aussieht mit einmal Gegenlicht. Auch da relativ gutes Resultat, wie ich finde. Nicht die Person an sich, aber die Qualität, ne? Die Ausleuchtung direkt gegen die Sonne, wie ihr seht. Und trotzdem kann ich das Bild noch verwenden. Ne? Die Sonne befindet sich hier im linken Bereich. Finde ich, ist wirklich human, kann man auch noch verwenden. Da haben nämlich manche Kameras ihre Probleme mit dem direkten Gegenlicht. Hier nochmal Porträtmodus. Ihr seht hier, der Ast ist nicht perfekt ausgeschnitten. Das machen aber viele Telefone so. Naja, ist nicht das Beste und wir können das ganz gerne auch nochmal anschauen. Ohne Porträtmodus, das ist jetzt ohne Porträtmodus, leichte Unschärfe, sieht für meine Begriffe natürlicher aus, weil ich da halt nicht diese Probleme habe. Also Porträtmodus ist vorhanden, ist aber nicht hundertprozentig perfekt. Detailstufe, Hautunreinheiten, alles schön zu sehen. Ich denke, da gibt es wirklich nichts zu meckern, was die Qualität der Fotos angeht. Auch klasse finde ich, dass ich neben dem neben der Frontkamera auch die rückseitige Kamera verwenden kann. Das ist die Frontkamera. Das sehen wir, das ist nicht mehr
dass es gespiegelt ist. Und hier haben wir die normale Kamera, die mit der vollen Auflösung daherkommt. Und wenn ich die Lautstärkentaste drücke, wird dann die Kamera ausgelöst. Das finde ich ganz gut. Ihr seht zwar nicht, was ihr aktuell fotografiert, aber ihr wisst, dass es ungefähr im Bild ist. Also ihr könnt auch die rückseitige, hochwertigere Kamera nehmen, wenn ihr hier die seitlichen Lautstärkentasten betätigt. Finde ich eine coole Funktion. HDR-Modus ist vorhanden. Der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Hier ist das HDR-Bild, hier das normale. Kein großer Unterschied, aber auch nicht übertrieben in Farben oder Übergängen und so, wie es manchmal bei HDR so üblich ist. Makroaufnahmen, keine Schwächen. Alles ist schön scharf. Die Farben sind wunderbar. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Das habe ich schon von anderen Telefonen wesentlich schlimmer gesehen, ganz klar. Dazu sei noch kurz erwähnt, da ist kein Filter drauf, gar nichts. So kommt das Bild direkt aus der Kamera von dem Oppo. Und wo wir schon dabei sind bei den Vorteilen, was ich super finde, wer viel mit Videos zu tun hat, dass Oppo A9 macht Videos in der Kodierung H265. Das bedeutet, wem das nichts sagt, dass das Videomaterial wesentlich weniger Speicher braucht, aber die Qualität wesentlich besser ist. Also ihr habt viel mehr Farbinformationen bei dem Codec und er ist halt anderen sehr überlegen. Also das nur mal so am Rande. Und er verbraucht auch wesentlich weniger Speicher bei besserer Qualität, bietet halt auch nicht jedes Telefon, aber das Oppo A9 bietet euch diese neue Codierung des Videomaterials und daher finde ich, das ist ein sehr guter Vorteil. Ein großer Vorteil, was ich so liebe, das ist der Fingerprint-Sensor. Kurz erklärt, der Fingerprint-Sensor befindet sich bei vielen Geräten vorne unter dem Display, ist eine tolle Funktion, aber man hat immer das Gefühl, dass einem gleich das Telefon aus der Hand fällt, wenn man diesen benutzt, weil es ja doch beides recht große Geräte sind. Also ihr seht hier mal im Vergleich, ne? Also das Note, die Note-Serie sind ja wirklich schon riesige Geräte immer gewesen oder sind es halt auch noch. Aber größentechnisch ist hier kein großer Unterschied. Also ihr müsst euch im Klaren sein, das Oppo A9 ist ein sehr großes Telefon. Okay, Fingerprint-Scanner war gerade das Thema. Daher finde ich das super, dass das Gerät auf der Rückseite den Fingerprint-Scanner hat, weil ihr seht, dass der Daumen bzw. der Zeigefinger, Entschuldigung, befindet sich sowieso auf der Rückseite und kann euch das Gerät dann sowieso gleich entsperren, weil er ist ja eh schon da und hält das Gerät. Also ihr müsst ihn nur kurz versetzen, je nachdem wie das Gerät haltet. Der Fingerprint-Scanner ist auch sehr schnell, wie ihr das seht. Eins, zwei, ich mache den Finger rauf. Eins, zwei Finger drauf. Also das ist super schnell. Gibt es keine Verzögerung wie bei manchen anderen Geräten. Finde ich also sehr gut. Ein sehr schneller Fingerprint-Scanner und er ist halt nicht in der Vorderseite. Und das Risiko, dass euch das Gerät unterfällt, ist relativ gering. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das Gerät an sich fühlt sich an oder ist so gestaltet, dass es sich quasi in so einer Gummihülle befindet, die viele auf ihre Geräte machen. Die ist quasi beim Oppo schon fest verbaut. Das bedeutet, ihr habt eine Schutzhülle um die Seiten und rückseitig, die euer Gerät sicher schützt. Die ist etwas weicher, gibt also viel einfacher nach. Ihr seht das, hier ist eine kleine Kerbe drin, weil es halt einfach mehr nachgibt als eine Glasrückseite oder ähnliches. Wer natürlich dieses haptische Feeling von Glas und sowas liebt, der wird natürlich mit dem Oppo nicht besonders glücklich sein. Wer sein Gerät aber besser geschützt wissen möchte, der findet das sicherlich nicht schlecht, dass hier diese weiche, sage ich jetzt mal, weiche Gummierung auf der Rückseite existent ist, die zudem natürlich auch noch einen schönen Farbeffekt hat. Das finde ich ist ein großes Pluspünktchen bei dem Oppo A9. Dann bietet euch das Oppo A9 auf der Vorderseite zwei Lautsprecher. Diese sind von Dolby. Dolby Atmos nennt sich dann die ganze Geschichte und das ist nicht nur ein Werbegag oder nett dargestellt, sondern das ist wirklich auch hörbar, dass das richtig schönen, coolen Stereo-Sound. Notizen sind gut, aber nicht immer perfekt. Ihr würdet gerne auf Papier schreiben und gleichzeitig digital. Das geht mit dem Rowrite. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem Video über das Rowrite. Also wer viele Videos über YouTube zum Beispiel guckt, der ist mit dem Oppo A9 sehr gut bedient, weil der Sound wirklich gut ist. Ich kenne andere Geräte, da klingt das sehr dünn, sage ich jetzt mal. Und hier habt ihr wirklich einen Stereo-Sound, ähnlich wie beim Note, was natürlich mal eben locker das Vierfache kostet. Also wer viel Videos guckt und Videospiele damit spielt, Games spielt, der kann auf jeden Fall
auf einen guten Sound beim Oppo A9 zurückgreifen. Wo wir schon bei gutem Sound sind, das Oppo A9 hat tatsächlich noch hardware-seitig einen 3,5 mm Klinkenstecker, sodass ihr auch alte oder sehr gute Kopfhörer an dem Gerät direkt nutzen könnt. Und wer viele Videos macht, nicht nur, dass wir einen guten Codec haben, nein, wir können hier zum Beispiel auch mit Mikrofonen reingehen, weil das ist ein kombinierter Anschluss. Also wer Ansteckmikrofon oder sowas nutzen möchte, der kann auch hier direkt kabelgebunden in das Gerät gehen und den Ton aufzeichnen. Also gutes Videomaterial und natürlich guten Ton. Das bieten halt viele Geräte in der heutigen Zeit nicht mehr. Was auch viele Geräte in der heutigen Zeit nicht bieten, ist auch der Dual-SIM. Das heißt, ihr habt zwei SIM-Karten, ihr könnt die Firmenkarte und das private Handy in einem Gerät nutzen. Ist wirklich mega. Und ihr könnt dann vor dem Anruf festlegen, mit welcher Telefonnummer ihr jetzt wen auch immer anruft. Das ist sehr schön gelöst. Und es gibt auch keine Probleme mit zwei verschiedenen WhatsApp-Geschichten und so. Das ist separat voneinander getrennt. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Neben den zwei SIM-Karten ist natürlich das Telefon LTE-fähig und NFC hat jetzt mit dem Funkstandard weniger zu tun, ist aber auch ein Funkstandard. Also NFC ist das kontaktlose Bezahlen. In der Zeit von Corona vielleicht nicht ganz unwichtig, dass ihr das Gerät dann irgendwo an der Kasse an das EC-Lesegerät auflegen oder anhalten könnt. Ihr müsst nicht berühren, das ist NFC und dann könnt ihr darüber bezahlen oder Daten austauschen, ne? Visitenkarte oder sowas. Das funktioniert auch mit dem Oppo A9. Leider ist der Akku nicht QI-ladefähig, also kontaktloses Aufladen unterstützt leider das Oppo A9 2020 nicht. Auch ist ab Werk schon eine Schutzfolie auf dem Display des Oppo angebracht, sodass ihr da keine Schutzfolie kaufen müsst, sondern die ist schon werkseitig auf dem Gerät angebracht. Das Oppo A9 habe ich hier in weiß-blauer Farbe, gibt es auch in verschiedenen Blautönen und in Schwarz. Also da gibt es auch verschiedene Farben, die auch so ein leichtes Muster aufweisen. Das ist sehr schick, ist momentan sehr modern und ihr habt da eine große Auswahl. Das große IPS-Display hat eine Größe von 6,5 Zoll und eine PPI von 270. Das Display wird mit Gorilla Glass 3 sicher geschützt und wie angesprochen schon über die mitgelieferte Displayschutzfolie. Das waren jetzt die Vorteile des Oppo A9, kommen wir doch auch natürlich zu den Nachteilen. Die Software ist Android 9 auf dem Oppo, das ist mega, aber die eigene Software des Herstellers Color OS 6.01 besitzt zum heutigen Stand keinen Dark-Modus, das heißt alles ist so Hell-Modus gelassen, das ist eigentlich nicht mehr wirklich modern, nicht mehr up-to-date, das kann ich hier aber leider nirgendwo umstellen. Die Schutzhülle, so nenne ich es jetzt mal, des Oppo, die ich werkseitig angebaut habe, finde ich, wie gesagt, super. Nur was ich nicht so toll finde, sind die Tasten. Die sind für mich viel zu leichtgängig, dass ich ganz schnell mal irgendwo ein Bildschirmfoto gemacht habe, weil die so überstehen. Das finde ich nicht so der Hit. Also bei einer in eine Tasche schieben oder so, dann komme ich ganz oft an. Diese Tasten, die sind so leichtgängig, die braucht man nur schief angucken. Das finde ich ein bisschen nachteilig. Dann schon angesprochen, keine QI-Ladefunktion, also kontaktloses Laden ist mit dem Oppo A9 leider auch nicht möglich. Und das sind dann auch schon die Negativpunkte des Oppo A9 2020. Es sei noch kurz erwähnt, dass mir der Netzbetreiber O2, der eine oder andere kennt es vielleicht, mir das Gerät kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Und das könnt ihr auch machen. Ihr könnt euch auf der Online-Seite von O2 bewerben und bekommt dann Geräte kostenfrei zu einem Test zugeschickt. Und dann könnt ihr das Gerät auf Herz und Nieren mehrere Tage oder halt auch wochenlang testen und dann einfach kostenfrei wieder zurückschicken. Wenn euch das Ganze interessiert, Link findet ihr unten hier in der Beschreibung. Und vielleicht kann der eine oder andere sich da mal bewerben und das eine oder andere Gerät mitnehmen und so seine Erfahrungen machen, so wie ich es gemacht habe. Solltet ihr Fragen zu dem Oppo A9 2020 haben, dann stehe ich euch gerne jederzeit zur Verfügung. Ich danke euch und bis zum nächsten Video. Und da bahnt sich auch schon was an. Das neue Google Pixel Phone ist unterwegs und ich hoffe, dass ich es hier bald in meinen Händen halten kann. Ich danke euch und auf Wiedersehen.